Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt und ja, wir stehen hier gerade bei den Regeln. Hier ist große Versteigerung oder Ausverkauf. Schauen wir mal. Jo. Ja, zusammen natürlich mit dem McMahon, Entschuldigung. Der ist auch da. Der ist auch da. So. Gut. Ja. Also, Interesse war jetzt am Dünger, am Kalkstreuer und am Miststreuer. Herrn Hofer habe ich jetzt gesagt, für 75.000 kann er beides haben. Wollte aber nicht. Es ist mir zu viel Geld auf einmal. Ich muss ein bisschen haushalten. Ich habe neue Geräte angeschafft. Ja, für 70 hättest du beide genommen. Also die 5.000 machen jetzt den Braten fett, oder was? Herr Ringele, der Kalkstreuer, wie viel soll der kosten? Der Kalkstreuer, der soll 34.000 kosten. Der kostet neu 40 knapp, also 39.750. Er hat aber schon eine Arbeitsstunde gelaufen. Und deswegen gibt es da satte 5.500 Rabatt. Ich gebe ihn 28. Ja, nee. Meinst du, Harry? Dann bleibt er stehen. Da war ich ja noch besser mit meinem Preis. Eben. Also er ist ja quasi schon für 30 verkauft, wenn ich wollte. Dann gebe ich dir ja nicht 28. Ja, ja, kennt man. Eventuell. Du alter Knausi. Boah, nicht für das Geld. Du sparst ja schon einen Haufen. Ja, dann machen Herr wir ja. Was wollen Sie denn für die Presse und den Sammelwagen? Die Presse kostet, Moment, wo habe ich sie? Neu 105.000. Die ist quasi nagelneu, die hat keine Arbeitsstunde gelaufen. Das war noch ein Ersatzteil für, also eine Wiederbeschaffung von der von Start, für wegen dem Sturmschaden. Ist quasi unbenutzt, kostet neu. 105.000, ich gebe sie für 93.000 her. Ja. Aber ich habe jetzt mal eine Frage, Herr Ringele. Ja. Wollen Sie uns etwa erzählen, dass hier alle Geräte von dem Sturmschaden betroffen waren? Na, hier oben war ja, guck mal, hier ist überall Baum, Wald. Ja, ist schon klar, aber die Gebäude stehen ja auch noch. Sie können ja nicht. Waren da niemals alle Geräte von dem Sturmschaden betroffen? Na doch. Was war denn sonst? Wir haben das für ein Grinsen, Herr Ringele. Was denn für ein. Sag mal, ich bin glücklich, dass Sie alle hier sind. Ach so, könnte man das auch nennen. Na, natürlich, nur so. Aber Herr Ringele, kommen wir doch mal hier zu dem Düngersteuer, ne? Warte mal, ich war noch beim Herrn Spitzel. Der Ballenwagen, der würde 72 kosten. Also 8.000 quasi Rabatt, weil neu kostet 70. Okay. Ja, Herr Hafer, was? Ja, erzählen Sie mir mal ein bisschen was zu dem Düngersteuer. Ich habe ja hinten gesehen, die Teller sind ja auch nicht mehr so die besten. Jungs, ich brauche nichts mehr. Ich mache mich vom Acker. Tschüss. Jo, ciao. Jo, okay. Auf Wiedersehen. Und ja, also die Teller müssten ja auch erstmal. So. Wir fahren jetzt zum Lass krachen. Moin! Bitte? Ja. Der Herr Hirschfeld ist da. Was will der? Weiß ich nicht, ich glaube, der hat irgendwas. Hat er mit dir gesprochen? Noch nicht. Dann lass ihn doch. Was machst du denn gerade? Ich fahr gerade mit dem MP-Truck auf dem Feld die Rüben roden. Auf dem Feld von den Herrn Feldmann? Ja. Alles klar, ne, dann ist okay. Alles klar. Alles klar, tschüss. So. Mal schauen, was man hier abstauben kann. Sammelwagen. Wo ist er denn? Hallo! Hallo!
So, was verkaufen Sie denn hier alles? So, also hier die beiden Mähwerke und dann was hier noch so steht. Okay. Was willst du für den Sammelwagen haben? Also für den Sammelwagen, da müsste ich jetzt mal kurz schauen, würde ich sie für 29. 29 würde ich Ihnen den geben. Dadurch, dass er kaum benutzt worden ist, wie fast alle Maschinen hier. Ja. Hier hinten was ja, machen? Das, was hier hinten ist, das ist zum Teil schon verkauft. Ah, Mist. Das ist nur eine Abbrücke. Das ist das Problem. Wer hat's gekauft? Der Herr Hofbauer hat es interessiert. Oh. Was ist denn hier mit dem Bandschwader da? Wie viel willst du dafür haben? Das war mir klar, dass der Bandschwader, den würde ich für 80. 80.000 würde ich ihm den geben. Ist das hier ein Striegel? Ja. Ja, was für eine Arbeitsbreite hat der? Arbeitsbreite hat der 12 Meter. Doch, 12 Meter hat der. Das ist der Kleine. Pass auf, ich nehme den Ladewagen mit und den Bandschwader für 50.000. Den Bandschwader und den Ladewagen? Ja. Für 50 beides? Ja. Nee. Der Bandschwader ist ja schon mehr wert. Der ist ja schon 80. Was willst du denn für die zwei Sachen haben? Ich hätte jetzt maximal, also 95 wäre jetzt wirklich meine Grenze gewesen. 95? Ja. Lass mich mal ganz kurz was im Katalog nachschauen, ja? Ja. Wäre dann wirklich auch wirklich. Ah, der Herr Hofbauer. Na, das. Na, auf. Ich bin ganz ehrlich, ich habe den Bandschwader noch nie genommen. Was kann der so gut? Wäre der für mich, wirklich optimal für unten für die BGA? Würde ihn das Arbeit erleichtern? Viele schreiben nee. Also der Ladewagen interessiert mich wirklich. Der kleine Ladewagen für unseren Hof wäre optimal. Community. So, Robby, Lars Karren meine ich. Jo. Den Bandschwader nehme ich nicht. Okay.
Ich würde aber den Ladewagen und den Striegel nehmen. Ja, okay. Ladewagen und den Striegel, da müsst ihr jetzt nochmal kurz gucken. Oder komm, verkauf mir den Ladewagen, den Bandschwader, den Striegel für 80.000 und dann ist gut. Ja, schön wär's. Aber der Bandschwader, nee. So billig wollte ich den nicht weggeben. Weil da kriege ich ja mehr, wenn ich ihn beim Adler verkaufe. Ja, ja, beim das. Adler, willst du so eine Korruption? Das war jetzt falsch ausgedrückt. Ich meine, willst du mir so das Messer ins Rücken stechen? Das Problem ist, der hat mir echt viel Geld gekostet, der Bandschwader. Wurde halt kaum genutzt. Alter, wollte ich da schon ein bisschen Geld dafür haben. Du haust auch eh ab. Weißt du, wenn ich dir 80.000 gebe, weißt du, wie viele Koks und Nutten du dir leisten kannst, Alter? Ja, ich wollte eigentlich nicht in die schiefe Bahn rutschen. Aber okay. Ja. Das von mir Alter, 80.000, hier die drei Teile und du bist ein Scheiß los. Machen wir 90, komm. Wirst du wohl noch haben. Deine BGR läuft doch super. Für 90.000 legst du mir den Wender noch mit drauf. Oh. Ja, komm. Nimm. Gekauft. Für 90.000. Alle vier Teile. Bin dabei. Ja, dann nimm. So. Ich sehe doch schon das Lachen in ihrem Gesicht. Ja, ich freue mich gerade. Sag mal, wer warst du, Lars Krachen, da? Ja. Jawohl. Ja. Wunderbar. So. Das lasse ich Ihnen jetzt so. Oh, Chef anrufen hier. Ja. Hallo? Ja, Chef. Ja. Hier ist ein Herr Jansen vom Miguel Mobile Service hier. Ja. Ich habe den Case schon mal hier hochgefahren. Er sagt, wäre nicht schlecht, wenn Sie vielleicht auch hier an wären irgendwann. Ich komme gleich. Ja, ich habe schon mal gesagt, den Case und den Ladewagen sollen Sie erst machen, dann nehme ich den wieder vielleicht mit oder braucht ihr den hier oben? Und ich hätte noch eine Frage. Die Silage ist alle da. Dem Herrn Krachen wollte ich das Geld noch überweisen, den habe ich noch nicht erreicht. Dann wäre das Silo komplett. Ich wollte dann zumachen eventuell. Ja. Ist alles drin. Oder? Ja. Hattest du schon mal so in den Fermentierer reingeschaufelt? Nein, da war ja nichts mehr da. Ist nichts mehr da. Die Silage war alle weg. Okay. Deshalb wollte ich dann zumachen. Es sind über 600.000 Liter ist drin. Ja, und da können wir erstmal mit arbeiten, ne? Ja, wenn jetzt keiner mehr kommt, ich habe die Wiesen auch alle drin. Der Lars Krachen hat schon geliefert. Ja, ja, der ist auch fertig, genau. Da war der ein Herr von LU war da. Ja. Ich könnte Ihnen noch sagen, was der kriegt, denn wenn die da irgendwie bessere Connection zu ihm haben. Ich komme nicht durch, der bekommt 2.800 Euro. Ich wollte auch nicht so überweisen, ohne mit ihm zu telefonieren. Überweis doch einfach. Soll ich einfach überweisen, okay. Überweis. Alles klar. Dann kannst du das Geld beim Herrn Krachen auch direkt überweisen. Ja, das mache ich. Der ist der Letzte, den ich noch überweisen muss. Ah, alles klar, dann mach das. Nur, ich habe ihn nicht erreicht, deshalb wusste ich nicht, ob ich überweisen soll oder nicht. Dann überweise ich jetzt. Okay. Überweise ihn. Alles klar, danke. So, ist raus. Ja. Ich sag hier dann Bescheid, dass die unterwegs sind, ne? Ja, alles oder klar. Du? Ja. Okay. Alles klar. Tschüss. Ja, Herr Lars Krachen. Sie haben auch gerade nochmal Geld bekommen von der BGA? Ja. Gut. Ja, dann nehme ich das mal mit, ne? Ja. Also Sie können sich ruhig bis morgen Zeit lassen. Ja. Ja, na dann. Ich bedanke mich. Jo. Ich muss bedanken. Hallo? Jo, moin. Ja, moin. Sag mal, was wolltest du für die Silage haben? Wie viel Kohle? Für die 30.000. Naja, wie viel für 1000 Liter? Ja, da haben wir ja 300 ausgemacht.
100 waren ausgemacht. Ja. Ah, okay, er ist da. Achso, ja, du wolltest glaube ich 250, ne? Ja, und du hast dann gesagt, nee, wir machen das schon richtig hier und bla bla und hin und her. Okay. Ja, vielleicht können wir uns ja in der Mitte treffen und 275 machen. Wir sind ein bisschen broke gegangen hier. Ja, ich auch gerade. Achso, nee, warte, komm, haben wir ausgemacht, machen wir 300, alles gut. Okay. Die 31.000, wie war das? Sollten wir die holen, ja, ne? Ja, wann willst du die holen? Ich fahr jetzt los. Kannst du noch warten bis morgen? Ja, kann ich auch. Die ist noch nicht fertig fermentiert. Achso, gut, nee, kein Problem, dann morgen. Okay. Kein Thema. Ja. So. Sag mal, hast du Interesse an Bandschwader? Nee, null. Alles klar. Ja. Alles klar, gut. Alles dessen. Jo, bis dann, tschüss. So. Jetzt mal ganz ernsthaft, soll ich den verkaufen oder soll ich ihn selber behalten? Also Miguel hat kein Interesse. Ich frage mal beim Herrn Arthur nach, wie viel der mir gibt. Herr Jansen. Oder guten Abend. Machen wir uns mal schön ein Bierchen auf hier. Hallo, Herr Ringele. Hallo, Herr Fritzl, grüß Sie. Was machen Sie denn da mit der Presse? Ich sollte hier, der Adler hat mich gebeten, die hier reinzufahren. Okay. Die geht zum Exporteur. Ja. Geht weg, oder was? Ja, ja. Deswegen, ich hätte ja den Hofverkauf, um den Leuten eine Möglichkeit zu geben, da was Günstiges zu schießen. Ja. Aber alles, was nicht gebraucht wird, geht halt zum Exporteur. Genau. Ja. Warum verkaufst du denn da oben die ganzen Sachen? Ne, ich will mich vergrößern. Achso. Ich möchte. Mein Sohn ist ja nicht mehr da, so wirklich. Der ist immer nur noch in der Stadt unterwegs und da brauche ich jetzt einfach mehr Arbeitsbreite, um voranzukommen. Ich habe auch mehr Felder gekauft, weil für meine Milchkuhanlage. Ja, so ist das halt, ne? Ja, und bei euch? Alles gut? Ja, sicher und selbst. Ja, läuft. Interesse an Bandschwader? Nee. Ich hab einen Vierkreiselschwader. 100k ist deiner, Alter. Nee, danke. Warum nicht? Sieht schon spacig aus, gell? Ja. Nee, ich bin zufrieden mit meinem Vierkreisel. Okay, dann ist ja okay. Herr Fritzl, guten Tag. Guten Tag, Herr Adler. Darf ich etwas für Sie tun? Ja, ich hab.
Haben Sie Interesse an einem Bandschwader hier? Aus welchem Grund möchten Sie diesen veräußern? Mein Mitarbeiter kommt damit nicht klar. Okay, das ist doch schade. Wieso dann nicht? Ja, wegen das mittig und rechts und links abladen. Okay, planen Sie dann schon eine Neuanschaffung? Nee, ich habe hier noch meine alte. Okay. Mein Kreiselschwader. Ja gut, dann kann ich schon ankaufen. Stellen Sie mal dorthin, wo der Ring alles sein Zeug hingestellt hat, hier hin. Ja. Punisher und Scheune, danke für eure Resubs, das ist sehr lieb von euch. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, Dankeschön. Ja, zurück, passt. Jetzt gerade. Noch ein bisschen. Gut, abhängen. Wie viel bringt ihr denn noch? Weil sie sind, gebe ich ihnen 100.000. Alles klar, machen wir so. Passt das für sie so? Das passt so. Dann muss ich kurz hier hingehen. Dann sagen sie mir, ob sie das Geld erhalten haben. Haben sie? Nee. Hat dieser Bandschwader mal jemand anderem gehört? Ja. Wem hat er gehört? Den Herrn Lars Krachen. Mhm. Ich überweise Ihnen jetzt die 100.000. Weil da muss es einen Buchungsfehler gegeben haben. Okay. Nicht das erste Mal. Ja, kein Problem. Denk einfach das letzte Mal. Alles gut. Wir sind Menschen, Fehler passieren. Jetzt sollten Sie sie erhalten haben, 100.000. Ja, alles klar. Perfekt, wunderbar. Gut, dankeschön. Bitteschön. Ich bedanke mich, tschüss. Tschüss. Warte mal den Trecker hier weg. Ja, genau. Danke. Ich weiß nicht, wann der Chef kommt, der wird jetzt mitgewartet, der ist auch im Grünen, dann bringt er jetzt nichts, wenn wir jetzt heimfahren und der hier, dann kommt er zurück für den zu warten, das ist doch Quatsch. Ne, das war ja der Befehl, ne, da ist hier auch, können wir Maschinen warten. Ja. Und ich denke mal, der Deutz wäre bestimmt auch fällig, aber ich weiß nicht, wo der ist, ich habe wirklich keine Ahnung. Mhm. Ich kann ja sein, dass der Chef damit weg ist, ich weiß es nicht. Da müssen wir dann wirklich abwarten. Auf jeden Fall, ich fange jetzt schon mal an, das Stroh wegzufahren, wenn Jürgen meinte, das soll dann in die BGA, da fange ich schon mal damit an. Ich hoffe, dass er dann unterwegs ist, Herr Jansen, und ja. Alles klar. Ja, ich habe ja jetzt erstmal zu tun hier mit dem Mähdrescher. Genau, okay. Alles klar. Bis später. Tschö. Jetzt haben wir den Miguel gemacht. Jetzt fühle ich mich dreckig. Hallo Herr Jansen! Schönen guten Tag, Herr Friesi. Moin, sorry, hat sich leider alles vertan. Ich habe heute irgendwie richtig Stress. Musste hier hin und da hin und telefonieren hier, telefonieren da. Entschuldigung. Ähnlich. Zwischen Tür und Angel habe ich schon Gras gefahren, dann hier ein Auftrag, dann Pflanzenschutz auf dem Acker. Also ist bei uns genauso. Ja. Alles gut. Ne, ich habe jetzt hier schon einen Käse, einen Ladewagen,
Ja. Frontgewichterin, MB-Truck und jetzt der Mähdrescher. Ja, jetzt wussten ihre Mitarbeiter halt bloß nicht, was jetzt eventuell noch dazukommt. Ach so, die Sämaschine, der Flug, genau, Sämaschine, Flug, die Spritze war noch nicht im Einsatz, da kann noch nichts mit sein. Der Deutz, ja, alles hier, alles was dran ist hier, oh, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, boah, mein Gott. Frontlader und Schaufel. Ja, Frontlader und Schaufel, genau. Und diesen Frontlader hier auch. Alles klar. Der Case und der Ladewagen haben sie schon gemacht. Der ist durch. Alles klar. Das war hier vor Ort, da habe ich gleich mit angefangen. Ja, alles klar, gut. Da war auch nicht viel dran an dem Ladewagen, da habe ich bloß die Ketten nachgespannt. Ja. Also, alles gut. Ja, ja, Miguel sagte, wir sollen uns recht frühzeitig melden, deswegen tue ich das jetzt mal. Ja, ja, das ist auf jeden Fall besser. Ja, also das wäre dann, ja, im Großen und Ganzen alles. Okay, dann würde ich das noch machen und falls Sie dann schon wieder unterwegs sind, dann, wenn ich meine Arbeit erledigt habe, dann ziehe ich von dann. Ja, genau. Alles klar. Alles klar. So machen wir's. Jo, so machen wir das. So, jetzt müssen wir nochmal zum Ole. Mein Gott, hier sollte was los. Aber macht mir Spaß so, wenn ich ganz ehrlich dazugeben, Leute. Hier anrufen, da anrufen, hier kommt jemand zur BGA. Macht Laune, macht mir gerade so viel Spaß. Oh, das ist seit langem mal wieder, dass ich einfach nur Spaß wieder dran habe. Ich war ein bisschen abgefuckt wegen den Kommentaren. Ich war hier 3 oder 4 Mal echt am Überlegen, komm, hör auf mit dem Scheiß. Einfach viel zu viel Stress und Ärger. Aber das Projekt macht mir so viel Spaß, das macht Laune. Also. Hallo Chef. Schauen wir mal. Moin Ole, was geht ab? Ja, der Jürgen hat gemeint, das Stroh soll in die BGA. Das ist vielleicht nicht die schlechteste Idee, weil im Moment ja keine Einnahmen sonst sind. Soll ich nicht doch einen Wagen hier für die Tiere lassen? Du kannst einen Wagen kannst du bei den Schweine reinhauen, ja, bis es voll ist und dann weiterverkaufen. Also wir haben das Lager. Was haben wir im Lager, ey? Wir haben im Lager 200.000 Liter. Okay. Und ich hab hier noch 3 Felder. Ja, hier der Jansen hat mir Bescheid gesagt, der hat mich angerufen gehabt. Da bin ich direkt mit dem AC hoch. Der muss auch gewartet werden. Ja, alles gut. Also, der Rest habt ihr jetzt schon geklärt. Haben wir schon alles geklärt, ist alles super, Tutti. Alles klar. Okay, dann bring ich das hier jetzt den Schweinen und der Rest kommt runter. Silage, also Silo ist zugedeckt, müssen wir halt eben warten, bis es gegärt ist, ne? Ja, klar. Da ist jetzt eh nichts zu tun, deshalb dachte ich, kann ich direkt hier oben da zusammenfahren, ne? Ja. Ja. Alles klar. Okay. Dann geht's weiter. Dann machen wir das so, Ole. Okay. Einfach verkaufen. Ja. Ich fahre jetzt nochmal hoch zum Krachen. Dort habe ich gerade ein sehr, sehr gutes Geschäft gemacht. Ich habe 90.000 ausgegeben, habe ein Gerät schon verkauft, habe dafür 100 wieder reingekriegt. Läuft gerade im Moment. Perfekt. Ich habe jetzt oben noch einen Ladewagen stehen, einen kleinen, den lassen wir hier oben am Hof, das reicht der Kleine dafür. Dann kannst du den unteren da immer bei dir behalten. Ich habe noch ein Striegel und einen Wender habe ich noch oben. Ich weiß jetzt nicht, ob wir unbedingt Heu brauchen, aber ich dachte mir, vielleicht einmal Heu machen und das an Miguel verkaufen. Deswegen der Wender. Also, hat der nicht eine Trocknung irgendwie, habe ich schon mal was gehört? Der macht selber Heu. Der macht selber Heu, ja. Ach so, ne. Ich glaube, da kann man, irgendwie habe ich schon mal was gehört in der Kneipe, da kann da Gras rein und da wird das selber getrocknet da und dann macht man Heu. Ach so, ja gut, ne, dann, wenn das so ist, das wusste ich nicht. Ich dachte, der braucht auch Heu, aber wenn er eine eigene Trocknung hat, ja gut, dann können wir das immer noch verkaufen. Hat er keinen Schwader mehr gehabt oder sowas, im Großen? Ich habe gerade einen Bandschwader verkauft für 100.000. Verkauft? Ja, dann ist egal. Der geht auch so. Unserer geht für die Arbeiten, reicht das da vollkommen aus. Genau, der passt auch genau auf die Mähbreite, das passt optimal bei uns. Das passt auch, ja. Genau. Alles super. So, okay, alles gut. Perfekt. Ja, gut. Alles klar, ne? Ja. Okay. Dann gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.